Ja, herzlich willkommen, Johanna. Schön, dass du hier bist und die Zeit genommen hast. Ich würde sagen, vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz selbst vor, wer du bist, was du machst, damit die Leute wissen, ja, was wer vor uns ist. Ja, also mein Name ist Johanna Weyers. Ich mache Kanzleimarketing für Arbeitsrechtsanwälte und ich habe damit angefangen schon vor über 10 Jahren, habe das während meiner Festanstellung immer so ein bisschen nebenher gemacht und habe für einen Kunden, ich nenne es immer, das ist mein Leuchtturmkunde, habe ich vor 2 Jahren angefangen, bezahlte Suchanzeigen zu schalten, weil er einfach an einem Punkt war, wo er gemeint hat, okay, wir kriegen Klicks auf die Webseite, aber wir wissen nicht, was hinten raus also passiert. Und ich war immer so ein bisschen nah, ich bin in der Festanstellung, ich kann nicht, ich will nicht und so weiter und habe es dann aber halt doch gemacht und habe gemerkt einfach, wie krass das durch die Decke geht. Also wie gut man das ganze Ding einfach auch noch skalieren kann in einem Markt, der eigentlich schon sehr gesättigt ist. Und die Zusammenarbeit mit diesem großen Kunden macht mir wahnsinnig Spaß, ist bis heute mein Kunde. Da kam vor einem Jahr dann auch das SEO-Thema noch dazu. Auch da entwickeln wir das sehr strategisch mit einem Projektplan alles weiter. Und ja, dann kam halt Corona und dann kam Homeschooling, Homeoffice. Also musste mit meinem Team jeden Tag telefonieren, war ständig in Calls drin und habe gemerkt, okay, das ist nicht mehr das Leben als Angestellte, was ich möchte. Und dann kam einfach die Entscheidung für mich, dass ich mich selbstständig mache und dass ich das ganze Ding jetzt groß aufziehe und skaliere. Und genau, und dann habe ich in dem Moment, also als ich so mittendrin war, hat mich der Marcel angerufen und hat gemeint, ja, wollen wir das nicht einfach von Anfang an richtig machen? Und da ich ja dich schon kannte und wir in Kontakt waren über also mehrere Monate hinweg, habe ich gedacht, okay, wenn nicht jetzt, dann wann dann? Also mach's einfach und ich habe es keine Sekunde bereut. Also. Cool, das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Woran lag das? Halt einmal so gefragt. Also wie würdest du sagen, warum hat es sich gelohnt? Also für mich hat sich einfach, für mich war es einfach wichtig, dass ich das nicht so komplett alleine machen muss und dass ich jemanden habe. Für mich ist es bis heute so eine Art Backup. Also wenn immer was ist, merkst du auch, ich bin, weiß ich nicht, alle 2 Monate mal in irgendeinem Call mit drin, dann frage ich irgendwas. Aber auch die Community, also auch auf dem Agency Day, wir sind einfach eine ganz starke Gruppe, die sich so zusammengehörig fühlt und das macht mir Riesenspaß und das ist toll. Also, dass man mal nicht alleine ist mit seinen Themen, wenn man mal nicht weiterkommt. Und mir hat ganz dieser feste Prozess hat mir sehr geholfen. Also dieser Ablauf vom Kurs, also wie gehe ich das ganze Thema an? Wie strukturiere ich meine Themen? Ich glaube, ich war schon echt gut aufgestellt, aber auch ich weiß, ich kann mich ganz gut an den Tag erinnern, als Marcel mich so irgendwie, also er hat mir einfach gesagt, hey, hier geht es nicht ums Thema Verkaufen, sondern hier geht es darum, dass du den Leuten hilfst und das tust du wirklich. Also und da dieser Mindset-Shift, das hat mir unheimlich geholfen, dass ich heute total offen auf Interessenten zugehen kann und ihnen sagen kann, hey, ich helfe dir, neue Mandanten zu generieren. Das ist ein ganz einfaches System, das habe ich gebaut und also eigentlich ist es schon ein sehr komplexes System, technisch sehr schwierig, kann man nicht so einfach selber machen, aber das ist dann nicht dein Problem, sondern wir machen das zusammen und dann, ja, und das ist überhaupt gar kein Problem, neue Kunden zu bekommen. Es macht mir Spaß. Geil. Gerade die Community hast du ja auch angesprochen. Das war ja heute witzigerweise auch sogar Thema im Live-Call davor. Wie würdest du das bewerten oder was hat dir jetzt an der Community explizit gefallen? Also ich fand jetzt zum Beispiel auch den Agency Day ganz toll. Also einfach die Leute mal live zu sehen, mit denen am Tisch zu sitzen, zu essen, deren Herausforderungen einfach auch. Das ist ja alles bei uns allen irgendwie das Gleiche, ja. Also wie organisieren wir uns? Wie viel Zeit stecken wir am Tag im Vertrieb, in den eigenen Vertrieb und ins Marketing? Und wie viel stecken wir ins Fulfillment?
Wann kommen neue Leute dazu? Üben wir zusammen Verkaufsgespräche? All diese Themen, das ist unheimlich hilfreich, dass es da einfach Leute gibt, die vor den gleichen Herausforderungen stehen. Und auch die Suchfunktion jetzt in unserer Gruppe, wenn immer was ist, das hilft mir sehr, da solche Themen anzugehen. Geil, ja. Auf jeden Fall, also wenn du hast ja auch schon gesagt, du warst schon relativ gut aufgestellt, das ist ja bei vielen oder bei einigen sicherlich auch der Fall, dass sie grundsätzlich da schon auskennen. Was würdest du dennoch sagen, also hat sich geändert, dass dieses Mindset-Thema zum Thema Verkaufen, auf jeden Fall gab es noch andere, sag ich mal, Dinge, die danach einfach besser geworden sind, wo du sagst, hey, das ja einfach hat sich gelohnt? Also ich fand zum Beispiel auch sehr hilfreich, das ganze Thema, also es gab Themen, die gehe ich schon immer datengetrieben an, weil ich ja aus dem Performance-Marketing komme. Aber was ich noch nie datengetrieben gemacht habe, war zum Beispiel meine LinkedIn-Performance anzugehen. Da haben wir ja auch vorhin kurz drüber gesprochen. Ja. Also ich habe da unheimlich viel ausprobiert, habe das alles gemessen, ausgewertet, verbessert und wieder ausgewertet, verbessert und so weiter. Und jetzt habe ich einfach... Also das auf einen Level gebracht, wo ich einfach total zufrieden bin. Ich habe eine Annahmequote von 60-70%. Ich kann also komme mit den Leuten ganz gut in Kontakt, schreibe mit denen viele E-Mails hin und her und kann mir das total aussuchen, mit wem ich zusammenarbeiten möchte und mit wem nicht. Klingt jetzt nicht. Aber ja. Das ist mir einfach auch wichtig. Ich habe einfach, ich finde, das muss vom Gefühl her stimmen, mit wem man zusammenarbeitet. Und ich will nicht darauf angewiesen sein, dass ich einen Kunden nehmen muss oder nicht, sondern ich kann das frei entscheiden. Und ja. Geil. Ja. Cool. Und überhaupt das ganze Thema Outreach, also da habe ich viele deiner Vorlagen getestet, selber eigene entwickelt und oder erweitert. Hat mir total geholfen, ja. Da in die Kommunikation reinzukommen. Auch das mit den Interviews habe ich vorhin schon erzählt. Ich habe Interviews geführt und habe dann LinkedIn-Posts dazu erstellt und habe das einfach nochmal zusammengefasst, was immer ein Benefit war für beide Seiten. Ne? Also die Interviewpartner an sich fanden das super schön, weil auch ihr Netzwerk praktisch da mitliest und es ist Werbung für positive Werbung für beide Seiten. Und es sind auch oft Diskussionen drunter entstanden. Es war wirklich schön. Ja. Ja. Und man lernt super viel so über die Zielgruppe und ja, hat dann vielleicht auch nochmal geholfen, das ein bisschen mal zu schärfen oder nochmal klarer zu verstehen, was das Angebot sein soll. Cool. Okay, das ist doch auch schon mal sehr, sehr schön. Also ja, gab's irgendwas in, was haben wir jetzt noch gar nicht gecovert, dieses Thema vielleicht auch Selbstorganisation und Fulfillment, so diese ganzen Sachen, irgendwas Besonderes, was da vorheben willst oder eher wirklich? Also ich glaube, ich bin schon immer ich bin total disziplinierter und strukturierter Typ. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich, ich habe mir schon immer Ziele gesetzt, auch immer hohe Ziele und arbeite also jede Woche mit Wochenzielen, mit Tageszielen, da setze ich mich jeden Morgen hin und schreibe mir das runter. Das hat mich einfach nur nochmal auch bestätigt, da dran zu bleiben. Ja. Was mir geholfen hat zum Beispiel, ist wirklich das Thema Affirmationen auch mal anzugehen. Ne? Also, dass ich mir überlege, wie rede ich eigentlich überhaupt mit mir selber? Was glaube ich denn? Was will ich glauben und was glaube ich denn tatsächlich? Also, das ist was, das hat man selber in der Hand und da kann man unheimlich viel dran machen. Also, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Also, ich sehe es auch einfach bei neuen Leuten, die in unsere Community reinkommen, wo die sind und wie ich mich da in dem Prozess selber entwickelt habe. Also das ist total stark. Das ist immer eine spannende Entwicklung, ne, auf jeden Fall. Das ist auch das ist schön, dass die Leute, also zum Beispiel wie du, die einfach schon dann viel weiter sind, auch einfach ja dem Grund geschuldet, dass du auch ja generell früher mit uns, aber auch generell auch früher gestartet hast. Ja. Dass sie dann da aufeinandertreffen. Sehr schön, geil, das waren so die beiden wichtigsten Punkte.
Vielleicht noch, was interessant wäre, würdest du, also wenn du kennst jetzt auch die ganzen Inhalte in die Community bewerten, für wen ist das in diesem ganzen Agenturbereich vielleicht spannender und für welche vielleicht auch eher nicht so? Also weiß nicht, vielleicht ist man irgendwann noch zu früh oder schon zu weit, oder also, wie würdest du es einordnen? Für wen ist es vor allem, für wen nicht? Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man ungefähr mal eine Idee hat, was zu einem passt. Weil ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wir haben vor einem Jahr oder noch länger hatten wir mal darüber gesprochen, ob ich mich Richtung App-Marketing oder Richtung Kanzlei-Marketing entwickle. Und da hast du noch zu mir gesagt, du siehst App-Marketing auf jeden Fall, also findest du besser als Kanzlei-Marketing, weil da weniger einfach, also das, die Fähigkeiten hat nicht jeder und das ist was, da ist viel mehr da. Ich habe mich trotzdem für Kanzlei-Marketing entschieden, weil ich einfach, weil, also ich denke, man ist, was man ist, ne? Also man strahlt es einfach aus, wo man sich wohlfühlt. Und ich komme mit dem Klientel, mit den Anwälten. Das ist ein Niveau, auf dem fühle ich mich sehr, sehr wohl. Also der Austausch mit denen, den empfinde ich als sehr bereichernd. Und ich schätze das, dass ich so viel auch über juristische Themen und so lernen darf in dem Bereich. Und ja, und im App-Marketing ist es einfach ein anderer Schlag Menschen. Und also ich glaube einfach dadurch, dass ich da so positive Erfahrungen gemacht habe und immer noch jeden Tag mache, war das einfach die 100% richtige Entscheidung, dass man einfach auch mal herausfinden sollte, wo schlägt denn eigentlich mein Herz für? Was ist denn eigentlich das, was ich gut kann und wo ich mich auch wirklich wohlfühle? Und auch da würde ich immer den Neueinsteigern immer dazu raten, das datengetrieben auszuwerten. Also wenn es mehrere Optionen gibt, dann da wirklich in sich hineinzuhorchen und jeden Tag mal über 30 Tage hinweg aufzuschreiben, find ich heute Option A oder Option B oder Option C besser. Klingt jetzt blöd, ne? Aber am Ende von diesen 30 Tagen hat man einfach ein ganz klares Bild, in welche Richtung man sich entwickeln kann. Also ja, also da, das finde ich wichtig. Und für wen es geeignet ist, ist ja, ich glaube tatsächlich, dass jede Agentur und jeder Dienstleister im kreativen Bereich bei euch richtig was lernen kann. Also sowohl im Vertrieb, im Marketing, im Prozess, all diese Dinge. Also ja. Ja, also das ist, dass man einfach so, dass man eine grobe Idee einfach schon auch von seinen eigenen Fähigkeiten oder von seiner Leidenschaft in dem Sinne auch hat und nicht, sage ich mal, komplett neu sagt, ich habe jetzt keine Ahnung, ich könnte alles lernen und alles machen, dass man schon ein bisschen ungefähr weiß, was, ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, das wäre hilfreich. Das stimmt. Cool, okay. Dann wäre das tatsächlich schon das von meiner Seite. Gibt es denn von deiner Seite noch irgendwas, hier Anmerkungen, irgendwas, was du vielleicht noch loswerden willst für alle, die jetzt zuschauen und überlegen hier? Nee, fällt mir nichts mehr ein. Also ich kann dich uneingeschränkt weiterempfehlen, dich und dein tolles Team. Liebe Grüße an alle, an Marcel, an Cora, den anderen Marcel. Dankeschön. Und ja, ich freue mich jederzeit, dass ich da dabei sein darf und so viel lernen kann von euch. Das ist auch von euch und von der Community. Also es ist einfach eine tolle Sache. Cool. Genau. Vielen, vielen Dank für diese Worte und ja, für deine Zeit. Dann, genau, würde ich sagen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, du wirst sicherlich ja, neben uns halt auch immer dieses Videos vielleicht auch noch andere Interviews finden. Dann schau dir die gerne an. Und ja, dir, Johanna, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du am Start bist und weiterhin natürlich auch am Start bist bei uns in der Community. Ist auch von unserer Seite eine sehr große Bereicherung. Von daher, ja, freue mich auf die weitere Zeit und bis später. Danke dir. Tschüss. Ciao.